Wir haben einen neuen Spieler. Na endlich, das brauchen wir auch für den Aufstieg. Es ist ein Weltstar. Was? Ein Weltstar? 34 Millionen Instagram-Follower. Wer hat denn so viele Follower, ey? Dybala zum Beispiel. Wie jetzt? Wir holen Paulo Dybala? Nee, Ed Sheeran. Ed Sheeran, den Sänger oder... Hä? Marketing-Move, Digga. White Lips, Pale Face, Ipswich Town wird aufsteigen. Aber neuen Spieler haben wir noch keinen. Nein. So, erstmal YouTube checken. Yo, Gamer Brother hat auf dich reagiert. Gamer Brother? Aha. Muss ich mir angucken. Nein, fuck, ich weiß, glaube ich, sogar, welchen Short-Typen ihr meint. Nein, das ist nicht dieser cringige Fußballspaß. Okay. Digga, den habe ich auf der Startseite gesehen und mein Gehirn verloren. Ja, gut. Das kann ich sogar nachvollziehen. Und ich gehe schon immer auf interessiert mich nicht mehr vorschlagen. Das wird trotzdem angezeigt. Hello Darkness, my old friend. So, das war genug Internet für heute. Wie gesagt, gar kein böses Blut, ne? Also, wenn der Kollege das jetzt hier gerade sieht, den Streamausschnitt. Falls du das hier siehst, keine Sorge. Alles gut, Simon. Jeder hat einen anderen Humor. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und das ist auch gut so. Ja, Digga, es gibt ja sogar Leute, die Dortmund-Fans sind. Ja gut, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Das geht entschieden zu weit. Ach so, und Glück auf. WM-Quali, Freunde, England gegen Lettland. Das wird knifflig. Das wird eine Abreibung, Lettland. Moment mal, England gegen Lettland, WM-Quali? Hä? Naja, für die Frauenfußball-WM. Ach so, ja. Und warum hast du ein Handtuch auf dem Kopf? Das ist kein Handtuch, das sollen lange Haare sein. Ah, verstehe. Wegen Frauenfußball. Können wir jetzt bitte weitermachen? Wir haben noch ein straffes Programm am Start. Ach so, ja, ja, klar, England. Viel Spaß. Straffes Programm? Ja, Lettland, wir müssen hier noch irgendwie 20 Tore unterbringen. Bitte was? Ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Nee, du hast schon richtig gehört. Nee, glaube ich nicht. Kommt drauf an. Was hast du denn gehört? Naja, irgendwas mit 20 Toren. Ja, sag ich ja. Du hast dich nicht verhört. Aber das ist ja übel viel. Dagegen war ja unser 0-10 gegen die Herrenmannschaft gut, Lettland. Schnauze, San Marino. Alle 4,5 Minuten ein Gegentor, Lettland. Das ist starker Tobak. Das ist starker Tobak. Ja, sorry, dass wir nicht so gut sind. Ja, 0-20. Nicht so gut. So kann man es natürlich auch sagen. Also wirklich peinlich, Lettland. Ja, ach komm, gib mir nicht auf den Sack, Mann. So, das Transferfenster ist hiermit offiziell geöffnet. Ja, endlich. Zeit, das Weihnachtsgeld auszugeben. Das ist einfach die schönste Zeit im Jahr. Ja, außer du spielst in der Bundesliga. Lustig, Paris. Nur weil sich die Clubs bei mir an das Financial Fair Play halten. Und außerdem haben wir auch richtig dick eingekauft. Was? Augsburg? Noch besoffen von Silvester, oder? Nee, ein bisschen vielleicht. Aber wir haben Cash, Digga. Digga, das gibt's doch nicht. Sogar Augsburg kann sich einen Spieler für 20 Millionen leisten. Ja, aber ihr habt doch auch gerade Ferran Torres für 55 Millionen von uns geholt, Barca. Ja, City, stimmt schon. Aber leisten können wir uns den doch trotzdem nicht. Ach so. Naja, dann fragt doch einfach euren Scheich um mehr Geld. Ja, Barca. Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Digga, Jungs, wir haben keinen Scheich. Oh, das ist aber blöd. Naja, kein Wunder, dass ihr dann Geldprobleme habt. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Schluss mit Schabernack jetzt. Wir gehen jetzt auf Shoppingtour. Oh Gott, Newcastle, darauf hat hier echt gar niemand Bock. Uns völlig wurscht. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, gut. Wenn ihr meint. Was meint ihr? Wer wird der Top-Transfer diesen Winter? Nachmacher. Was? Nachmacher! Wer bist du denn? Schalke 04, du Pflaume. Also, euch machen wir ganz bestimmt nicht nach. Ach so? Wir haben einen Haufen Schulden. Kurz darauf habt ihr plötzlich auch einen Haufen Schulden. Wir haben keine Schulden. Ja. Das sagen wir auch immer. Ja, okay, aber wir sind nur einen Lottogewinn von Schuldenfreiheit entfernt. Oder zwei. Oder vielleicht drei. Ja, unser bester Spieler geht ablösefrei, euer bester Spieler geht ablösefrei. Merkst du ein Muster? Vielleicht hast du ja recht. Ja, na klar. Ja, aber ihr habt euch ja auch wieder gefangen und seid ein Topclub in Deutschland, ne? Digga, wir sind nicht mal mehr erste Liga. Was? Wir sind abgestiegen. Oh oh. Merkst du jetzt, wie sehr du am Arsch bist? Ich will aber nicht absteigen. Dann fang mal besser an, dir was zu überlegen, Junge. Wird allerhöchste Eiszeit. Afrika Cup, let's go! Zum Auftakt 3 Punkte gegen Tunesien. Läuft. Moment, Mali. Noch ist nicht Schluss. Doch, das Spiel ist vorbei, Herrschaften. Mali gewinnt. Digga, Schiri, es sind gerade mal 85 Minuten gespielt. Oh, tatsächlich? Ja, dann pfeifen wir nochmal an. Boah, komm, kannst du nicht bringen, Digga. Kann ich wohl. Und Rot gibt's für dich auch noch, Sportsfreund. Was?
warum das denn jetzt? Da muss ich jetzt nochmal eingreifen. Das war niemals eine rote Karte. Guck's dir nochmal an, bitte. Nix guck ich mir nochmal an. Das war rot und basta. Aber ich wollte... Bin ich Schiedsrichter oder du, Klaus, hä? Naja, wir beide. Eben, also ich. Und jetzt Schnauze. Ein Mann mehr in den letzten Minuten. Jetzt nochmal Attacke, Männer. So, Schluss. Jetzt aber endgültig. Digga, jetzt sind 89 Minuten gespielt. Ja, das reicht doch wohl. War doch schon anstrengend genug. Also, das ist ein absoluter Skandal, Mann. Absoluter Skandal, hör mir doch auf, dass ich jetzt nicht rechtzeitig um 20.15 Uhr zum Tatort zu Hause bin. Das ist der wahre Skandal, Freundchen. Was für ein Schwachsinn, Mann. Tunesien, Mann, da tut ihr jetzt sogar mir leid. Ja, Nächstes Spiel spielt ihr da noch über 90 Minuten, Tunesien. Versprochen. Yeah, oh Mann. Oh, schon 5 vor 12. Zeit, sich zu verstärken. Super, Barca. Und wen holt ihr dieses Mal? Guido Burgstaller, oder? Tja, mach dich doch nicht lächerlich. Wir machen's wie an Silvester. Was? Na, wir hauen den echten Kracher raus. Digga, Alter. Und mit welchem Geld? Lass das mal schön meine Sorge sein, ja? Ach, wie du meinst. Ey, auf City, lass mal den Ferran Torres rüberwachsen. Barca, der kostet Geld. Der ist nicht gratis. Ja? Na und? Was ich damit sagen will, den könnt ihr euch nicht leisten. Warum sagt das denn jeder? Na klar können wir uns den leisten. Aha, 55 Millionen Euro. Cool, kein Problem. Aber wie? Ich dachte, ihr habt so brutale Geldprobleme, Mann. Ja, haben wir auch. Aber ob jetzt 1,4 oder 1,5 Milliarden Euro Schulden, ist doch auch schon Schnuppe. Also, was ihr da aktuell veranstaltet, das soll noch mal einer verstehen. Genau, City. Da 55 Millionen Euro ausgeben, aber bei den 10 Millionen für Yusuf Demir sagen, oh, man hat kein Geld. Ja, Digga. Was? Ja, Digga. Also, keine Ahnung. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Verstehe. Mir als Fan fehlen bei eurem Verhalten in letzter Zeit auch öfter mal die Worte. Sascha, können wir kurz sprechen? Darf ich noch aufessen? Nee, komm. Ist wirklich wichtig. Boah, gut. Wenn's denn sein muss. Was gibt's? Ja, also, du bist suspendiert. Ah, okay. Heißt das? Ja, du bist erstmal freigestellt und wir gucken dann, wie es weitergeht. Mhm, verstehe. Und warum? Naja, wir erwarten uns von dir als Kapitän einfach etwas mehr. Was mehr? Kilos? Das kriege ich hin. Nein, Vorbildcharakter und Tore. Junge, ich bin 36. Das bin halt ich. Finden wir einfach nicht gut. Dann such dir einen anderen Club, Sascha. Ja, ja, ist gut. Aber jetzt lass mich in Ruhe aufessen. Mann, Alter, der Kerl kapiert's einfach nicht. Und, was meint ihr? Könnt ihr die Suspendierung von Sascha Mölders verstehen? Und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao. Aufstiegskampf, Freunde. Wer will in die Bundesliga? Na, wer wohl? St. Pauli, mein Lieber. Kalmer, Freundchen. Wenn schon ein Hamburger Club hochgeht, dann ja wohl wir. Ach was, HSV. Ihr seid doch schon 6 Punkte hinten. St. Pauli, ruhig bleiben. Wir lauern doch alle nur auf einen Fehler von euch. Alles klar. Moment mal, was heißt denn hier wir alle? Na wir, Hamburg, Heidenheim, Bremen, Nürnberg, alle sind dabei. Echt? Und was ist mit uns? Naja, Regensburg mit eurer aktuellen Form, das wird nix. Oh, schade. Okay, ihr könnt euch ja dann alle um Platz 2 streiten, aber wir gehen als Erster direkt hoch. Moment mal, wer ist überhaupt auf Platz 2? Hamburg? Nö, wir sind Dritter. Oh, Schalke? Nee, Platz 4. Und Heidenheim, Bremen und Nürnberg sind doch auch weiter hinten. Ja, sag mal, du wirst doch wissen, wer bei dir gerade auf Platz 2 ist, oder? Naja, also... Das weiß sogar ich, Mann! Ach ja? Wer? Na, wer wohl? Durmstadt! 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 So, hier bin ich. Das ist also Europa. Ach, Moment, du bist, Pepi. Ricardo Pepi. Ah, richtig, Pepi. Vom FC Dallas, genau. Mhm, ganz recht, ein US-amerikanisches Top-Talent. Gut, gut. Wohin geht's? Ja, das ist ganz spannend. Und zwar geht's zum... Ah, ich seh's schon. Liverpool, Real, Bayern. Da stehen die Top-Clubs Schlange. Richtig, ja. Aber ich hab mich für... Liverpool entschieden, oder? Junger Spieler, mit Kloppo zusammenarbeiten. Geil, oder? Ja, mag alles sein, aber ich meinte, ich gehe in die Bundesliga. Oh, also doch für Bayern entschieden. Ja, ist auch gut. Nein, nicht Bayern. Nicht? Dortmund? Nee. Augsburg. Augsburg. Ja, Augsburg. Augsburg, alles klar, Digga. Der war gut, den muss ich dir lassen. Wirklich gut. Das war echt kein Witz, oder? Nein, ich gehe nach Augsburg. Sag mal, Augsburg, was ist denn da los? Der Kerl kostet 20 Millionen. Tja,
was soll ich sagen? Geld sitzt locker während der Pandemie beim Tabellen-15. Der Bundesliga. Ja? Ist mir auch schon aufgefallen. FC Augsburg goes internationaler Top-Club, Freunde. Digga, dieser Transfermarkt ist sowas von lost. Call me Lewandowski, Freunde. Robert, cringe, Digga. Ja, ja, Cristiano, da spricht wohl der Neid aus dir, was? Neid? Worauf? Dass du den Ballon d'Or immer noch nicht gewonnen hast, oder? Erinnere mich nicht dran. Nein, ich meine meinen Torrekord aus dem Jahr 2021. Ach so? Wie viele Tore hast du denn geschossen? 69 Tore im Kalenderjahr. Top das mal. Ja, schon nicht schlecht, aber hab ich 2013 auch geschafft. Ja, das dachte ich. Moment, was? Ich hab genauso viele Tore wie du geschossen in einem Jahr, Robert. Und zwar schon vor 8 Jahren. Ja, dann haben wir den Weltrekord wohl gemeinsam. Robert, Freund der Berge. Oh nein, nicht schon wieder der argentinische Zwerg, Digga. Ja doch, schon wieder der argentinische Zwerg. 91 Tore 2012, sag ich da nur. Diese 91? Ja, leck mich doch. Das ist doch nicht mehr normal. Tja, umsonst habe ich nicht 7-mal den Ballon d'Or gewonnen, Sportsfreund. Bitte halt's Maul jetzt mit dem Ballon d'Or, sonst geschieht irgendwas. Ich schwör's dir. Gut, bin schon ruhig. Ich bin halt einfach der Beste, ne? Und, was meint ihr? Knackt Lewandowski vielleicht nochmal Messis Rekord? Hey Bayern, ich würde gern mehr Geld verdienen. Leon, du Maschine. Gar kein Ding. So 15 bis 20 Millionen? Ja, geht klar. Danke. Ah. Kein Ding, Bruder. Ich würde mich auch über mehr Gehalt freuen, Bayern. Josua, klar, du bist auch wichtig für die Mannschaft. Wie viel darf es denn sein? Ja, auch so 15 bis 20 Millionen wie der Goretzka-Gehalt. Jo, das kriegen wir hin. Wir nagen ja nicht am Hungertuch. Hallo? Ja, ich wollte fragen, ob ich vielleicht etwas mehr Gehalt bekommen könnte. Was? Noch mehr? Wir haben eine weltweite Pandemie. Etwas mehr Rücksicht, bitte. Aber ich habe zu Hause eine Familie, die ich ernähren muss. Und und da reicht das Gehalt nicht, oder was? Nein, ich bekomme ja nicht mal Mindestlohn. Ja, der feine Herr, da müssen Sie halt mal ein bisschen das Sparen lernen. Aber für die Profis ist doch auch Geldende nie da. Tja, dann wären Sie halt Profifußballer geworden. Und jetzt raus aus meinem Büro! Ach. Schäm dich, Bayern. Ach, ich bin einfach ein echter Fuchs. Wieder mal Geld gespart. So, Staatsanwaltschaft München. Schönen guten Tacho. Oh oh. Wir ermitteln da mal gegen Sie, ja? Ja, klasse. Ey, Newcastle. Heute zeigt euch Cristiano, wie es gemacht wird. Stimmt's, Chris? Ja, United. Ganz recht. Okay, na da bin ich aber gespannt. Also als erstes nehmt ihr das Wachs und verteilt es überall im Haar. Chris? Was soll das? So, ich zeig Newcastle, wie es gemacht wird. Was? Nein, ich meinte, zeig Newcastle, wie man Tore schießt. Ach so, nee, heute nicht. Ich zeig ihnen, wie man die perfekte Frisur macht. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Digga. Lass ihn doch, United. Ist doch ein nettes Weihnachtsgeschenk für uns. Das da? Im Ernst? Wollt ihr nicht lieber einen Punkt oder so? Ja klar, aber den holen wir doch auch. Bitte? 1-1, United. Das Spiel ist schon vorbei. Aber Ihr spielt doch gegen den Abstieg. Ja, und ihr seid hinter Tottenham und Arsenal. Supercupa, Halbfinale, Freunde. Gegen Real? Puh, schwierig. Aber immerhin haben wir ein Heimspiel. Ach ja, das ist wirklich ärgerlich. Moment mal, was? Naja, das Spiel ist doch in Barcelona, oder nicht? Nee, in Saudi-Arabien. Bitte? Sagtest du eben Saudi-Arabien? Ja, wir spielen die Halbfinalspiele dort. Gibt mehr Kohle. Ach so. Das ist ein Scherz, oder? Nee, süße 30 Millionchen. Wer könnte dazu schon Nein sagen? Digga, ihr verkauft den Fußball. Ja, genau, das sagt sogar Barca. Und die könnten die Kohle wirklich gut gebrauchen. Ja, halt's Maul, Real, aber ja. Also, das ist eine geschäftliche Entscheidung, Freunde. Fußball ist immer noch Business. Und die Fans? Genau, die sind eh völlig wurscht, oder? Mann, mit Corona können die eh nicht wirklich ins Stadion und so. Aha, und darum lässt man das Spiel in 5000 Kilometern Entfernung austragen, ja? Ja, und ganz ehrlich, wahre Fans nehmen auch diese Strecke in Kauf. Klar, an dem Mittwochabend im Januar, während einer weltweiten Pandemie. Sicher. Ja. Genau. Alter, seid ihr lost, Mann. Aber echt, ohne Spaß, Mann. Ja, ja, komm. Wollt ihr nicht mehr über das Spiel reden? Nee, Real hat 3-2 gewonnen. Fertig. Juhe, Sieger. Woo. Ja, komm, lasst mich einfach in Ruhe, Mann. Manu, krieg ich dein Trikot? Klar, Steffen, wenn ich dafür deine Mütze krieg. Ja, ja, kein Problem, Junge. Hier, danke, Mann. Muss ich gleich mal anprobieren. Steht dir sicher gut, Manu. Und? Ja, steht dir. Nicht ganz so gut wie mir natürlich, aber doch ganz ordentlich. Was meinst du, Steffen? Kann ich die Mütze auch mal während dem Spiel tragen? Klar, warum nicht? Lev Yashin hat's doch vorgemacht.
Stimmt. Und der hat damit sogar einen Ballon d'Or gewonnen. Moment. Wer hat mit was sogar einen Ballon d'Or gewonnen? Der Lev Yashin mit so einer Mütze. Aha. Manu? Ja, Robert? Lass das Ding mal rüberwachsen. Nee, sicher nicht. Das ist meine. Aber ich brauche sie, um endlich diesen blöden Ballon d'Or zu gewinnen. Du würdest die echt aufsetzen, Robert? Klar, für den Ballon d'Or würde ich auch, keine Ahnung, im Schalke-Trikot rumrennen. Unser Trikot zu tragen, das ist auch mehr wert als ein Ballon d'Or. Komm, leck mich doch. Weltfußballer ist Lewandowski jetzt, aber gewinnt er mit so einer Mütze auch den Ballon d'Or? So, Freunde, Zeit für ein Zwischenfazit. Wir sind auf dem Weg zur 8. englischen Meisterschaft. Wow, Moment, City. Wir und Chelsea haben da ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Genau, City. Ja, unmöglich. Wir sind eine Übermacht. Spannend, der Titelkampf. Und wer macht der Hinterwelle? United? Nein, wir sind nur auf Platz 7. Okay, Tottenham vielleicht? Ja, nee, ist klar. Nö. Platz 6. Sag mal, wer ist denn auf Platz 4 und 5? Wir sind auf Platz 4. Und wir auf der 5. Moment, was? Ja, wir spielen eine echt gute Saison bislang und außerdem... Nein, West Ham, euch habe ich nicht gemeint. Aber Arsenal auf Platz 5? Ja, was ist daran so abwegig? Naja, come on, eure Form der letzten Jahre und dieser katastrophale Saisonstart? Ja, und wir haben daraus gelernt und uns gut entwickelt. Scheinbar, ja. Platz 4, das ist ja Champions League. Da gehören wir aktuell auch hin. Wahnsinn. Ich kann mich noch ganz gut an das Video hier erinnern. Wir haben uns hier heute alle versammelt, um Abschied zu nehmen. Ja, times change, Brudi. Scheint so. Naja, vielleicht sehen wir Cristiano dann ja bald bei Arsenal. Und was machen die Neureichen aus Newcastle? Ganz klar, versuchen nicht abzusteigen. Ha, ja, das wäre ja der absolute Oberhammer. Ja, wird schon schief gehen. Mal gucken, was meint ihr? Wer gewinnt die Premier League und wird Newcastle tatsächlich absteigen? Freunde, Schluss. Es geht nichts mehr. Moment mal, was ist los, Max? Ja, es geht einfach nicht mehr. Der Fußball macht mich krank. Aber der Fußball ist doch dein Leben. Ist er auch und wird auch immer bleiben. Und Gladbach, du bist für mich wie ein Kind, das ich großgezogen habe. Ja, und jetzt? Jetzt ist meine Kraft am Ende. Nach 23 Jahren, war es das jetzt? Ich fürchte ja, Gladbach. Ich muss einfach einen Schlussstrich ziehen. Oh Gott, ich hoffe, es liegt nicht an uns, Max. Nein, keine Sorge. Es geht nicht um Fußball oder um Gladbach. Es geht einzig allein um mich und meine Gesundheit. Okay, Max, wir stehen hinter dir. Sieh zu, dass du schnell wieder gesund wirst, ja? Danke, Gladbach. Wirklich. Oh nein, Max. Wir danken dir für alles. Also dann, macht's gut. So, das war das Ende vom Video, oder? Ja, das ist richtig. Gut, was ist jetzt noch zu tun? Ah, ganz einfach. Den Zweikanal auschecken, ein Like da lassen und natürlich einen wunderschönen Tag haben. Ciao, Freunde.